Guten Tag, hat er gesagt. Lass uns heute mal die Türmchen da hinten erreichen, das da wegmachen. Das wäre ganz, ganz gut. Und das so hinkriegen. Ich habe mir das ja irgendwie hier markiert. Muss eigentlich jetzt nur diesen Weg folgen, ne? Ja, hier mal hoch, rüber über die Kuppel. Und dann geht das hier nach rechts weg. Und wenn wir keinen See mehr haben, müssen wir auch nicht, so wie Elfi gesagt hat, so ein Panzertauchen veranstalten hier. Dann kann der Tatarin ohne Luft bleiben. Das muss ja denn gar nicht sein. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann mal zu Olympischen Spielen oder so. Ist bestimmt in manchen Ländern auch so eine Nationalsportart, ne? Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, dann sind wir ja gleich auch schon hinten, ne? Das ist aber auch ein sehr offener Tal hier, muss ich sagen. Da sind ein paar Bäumchen. Na, ja. Sehr offen. Boah. Ja, da will ich auch nicht lang fahren, wenn es nicht sein muss. Willst du da auch ja nicht lang fahren? So, ist hier das nicht schon ein Turm? Ne, das ist kein Turm. Okay. So, da unten bin ich gerade lang. Ja, hier sind nach oben eine Abkürzung. Wird schwierig auf jeden Fall. Aber hier sehe ich schon so ein, zwei kleine Spurfehler. Ich muss mal viel mehr weiter links fahren, ey. Machen wir uns eine neue Spur, ist kein Problem, das kriegen wir hin. Und guck mal, wie tief das hier schräg wird, also wie tief da der Matsch ist. Ah, da muss man alt dann. Puh. Hier wirklich mal mit einem größeren lang fährst, dann wird schwierig auf jeden Fall. Hier schwimmt der auch auf. Jetzt gerade so eine Seitenführungskraft, die war echt ein bisschen merkwürdig. So, was haben wir hier denn jetzt? Neue Wege. Gut, das können wir hier noch gar nicht. Mhm. Schafft er auch, super. Ja, ich denke mal, mit anderen wird es hier echt tricky. Wenn ich hier jetzt irgendwann den erkenne, den Turm, dann wäre ich auch glücklich. Also wir haben noch ein paar Meter auf der Karte, waren wir noch nicht so nah dran, aber... Hier kommt jetzt ein zweiter Weg noch dazu. Ich denke mal, der führt bis hier. Werkzeuge für das Lager oder irgendwie so. Damit wir auch was sehen hier von der Landschaft. Einfach so ein bisschen mal auf 6 Uhr stellen. Das sollte eigentlich so drin sein. Ja, und dann sind es ja nur noch die letzten beiden Türmchen. Ist hier eine richtige Straße lang, oder? Ne, da ist nur so eine Einwegung. Oh, hier oben ist noch eine dickere Straße. Wie so eine Art Hauptstraße, oder was? So. Ah, hier geht es ja denn, genau. Die Ufer. Naja, dann noch einmal Stahlträger. Es
kann man alles hier unterwegs holen, ne? Den hier kann man unterwegs holen. Ich fahre jetzt erstmal geradeaus. Und Holzrahmen gibt es hier auch alles noch, ne? Aber diesen Weg, boah, jetzt nicht hier. Da müssten wir ja hier oben lang. Das ist alles denn nicht so geil, ne? Aber Holzplanke und so was gibt es hier noch und nicht, ja. Noch. Und Stahl auch. Obwohl wir nur einen brauchen, ne? Zwei kriegen wir ja. Wenn wir Bock hätten. Licht scheint hier so ein bisschen rein durch den Nebel. Oder sind das Nebelschwaden? Naja, nee, das soll richtig so Nebel sein. Soll kein Licht sein, glaube ich. Aber ist schon relativ hübsch, also. So, nächste Querstraße. Schauen wir mal, eigentlich müssten wir die jetzt hier nehmen, ne? Ich muss jetzt hier so rein und dann glaube ich hier so rein. Hier ist eine Parallelstraße dazu. Ich weiß nicht, was geiler ist hier, aber die hier oben haben wir die Holzrahmen. Und das Wetter haben wir ja auch bald. Also manche haben es vielleicht jetzt schon, so Matschwetter. Wenn ihr wo ihr alle herkommt, aber ich habe das noch nicht. Muss zwar schon ein paar Mal kratzen. Aber so dass hier so Schnee und hier so Matsch kommt. Schnee finde ich ja gar nicht so schlimm. Wenn es hier so matschig wird, dann wird es eklig, finde ich. Irgendwann kein Spaß mehr. Jetzt mal einfach außen lang und schau mal, irgendwo muss es ja denn. Ah ja, hier geht's hoch denn. Okay. Und dann kriegen wir den noch weg. Hier ist eine Kiesgrube. Ah, ich finde das eigentlich ganz cool jetzt. Besser. Als Porträt, als Foto, als hab zwar nicht immer viel Ahnung von, aber ihr bestimmt schlechtere als dieses Bild. Oh ja, und dann geht es hier ja eigentlich nur rauf zum Türmchen. Wenn ich dann nach hinten gucke. Oh, und das hier, der einsame Baum, oder? Das steht aber komisch, ne? Ich würde ihn ja gerne helfen, dem Bäumchen, ne? Aber lassen wir den einsamen Baum mal. Steht schon ein bisschen komisch, ne? Da muss irgendwas mal passiert sein. Im Sturm oder so. Ein seltsames Signal. Ach, da unten, ja. Die sollten wir uns noch holen. Da habe ich wohl denn nicht richtig reingeguckt, wenn mir das entgangen ist. Jetzt versuchen wir hier ordentlich zu wenden. Da sieht es auch aus wie eine sehr saftige Abkürzung geradeaus. Ah, nee. Das wollen wir nicht machen. Das wollen wir einfach nicht machen. Holen wir uns die Quest noch.
Und dann geht's ab zum nächsten Turm, ne? Zum letzten Turm. Hier bei der Kiesgrube, deswegen konnte ich den nicht sehen, ne? War mit der Kamera auf der falschen Seite gerade. Habe ich nicht hier genau auf meinem Bild gemacht? Einfach auf der falschen Seite geschossen. Da kann man sehen, dass Umschauen eben sehr, sehr wichtig ist, ne? Was müssen wir hier machen? Erreiche den Funkturm. Ein Bötchen da. Da, okay. Oh, wir haben. Nee, wir haben gar keinen. Wir sind fertig denn. Okay. Jetzt will ich ja den Funkturm erreichen. Jetzt müssen wir hier einmal lang. Hier. Irgendwie so. Und dann war es ja schon der letzte. Ihr könnt ja nochmal kontrollieren. Ja, aber. Gibt natürlich auch welche, die, denke ich mal, gleich hier versuchen mit irgendwas. Wahrscheinlich mit den Tatarinen am besten, alle Upgrades auf jeder Karte freizuschalten. Um dann möglichst geile Fahrzeuge gleich am Anfang in Michigan zu haben. Aber jeder spielt eben so, wie er auch möchte. Ne? Dass du Zugang zu allen Karten hast, ist ja auch dann legitim, dass man das dann macht. So, okay, jetzt geht's hier nach unten lang. Hier ist der einsame Baum. Den will ich mir jetzt nochmal angucken hier. Ach, kann ich nicht angucken. Muss man aus der Ferne gleich mal gucken. Naja, man sieht ihn nur im Sonnenschein. Ach, ein schräger einsamer Baum, ne? Da kommen wir hier ja noch ein paar Mal lang. Der Weg, der ist eigentlich hier sehr erträglich, außer wenn er hier. Stein hängen bleibst. Das war eine ganz knappe Nummer, würde ich sagen. Eine wirklich sehr knappe Nummer. So, Warenhaus. Dann kann das ja wirklich nur das Warenhaus sein. Wollen wir da auch mal reinfahren? Wieder einfach nur mal gucken. Aber wenn das Warenhaus ist und ich da irgendwas mal kriegen sollte, wäre das ganz cool. Ich da auch hinkomme. Oder wenn hier eine Quest ist. Da haben wir die Quest ja schon. Aber ich sehe hier nichts. Oha. Mal gerne wissen, wie hier denn unbedingt die Steine reinkommen. Boah, das war kein Warenhaus hier. Hä, warum war denn hier das Zeichen? Wenn ist da aber ein sehr altes Warenhaus. Also was nicht mehr gebraucht wird. Hä? Komisch. Hey, nee, den Stein will ich mich jetzt in die nochmal anlegen. Da kannst du mal meistens nur einen Gewinner geben, wenn man sich mit dem Stein da kloppt.
Der geht hier auch noch. Naja, ich glaube, da können wir rüber. Miteinander müssen wir jetzt da auf dem Stein ein bisschen ausweichen. Den jätet aber noch. Und ein bisschen langsam das macht. Aber das ist natürlich auch ein sehr interessanter Weg hier, muss ich sagen. Ja, ob das jetzt hier auch so interessant ist. Nee, nee. Würde ich gerne echt vermeiden. Oh, shit. Oh, nee. Viel zu schräg. Meine Güte, ey. Oh, jetzt kommt diese morgendliche Müdigkeit, ey. Nee, viel zu schräg. Das glaube ich, wird jetzt kein Favoritenweg werden. Ja, hier ist ein alter Weg. Ja, und den haben wir schon mal platt gefahren. Aber kriegen wir hin. Ich glaube, hier fährt man auch noch einmal. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man hier mehrfach hinfährt. Ja, aber, na doch, der haut sich hier nur weg. Sehr schön. Ja, und jetzt sind wir da angekommen. Können das Kapitel hier denn auch abschließen und wir haben dann ein bisschen so an Geld gekriegt. Er weiß jetzt nicht, der Dan ist ja hier hinten voll am Fahren. Atlantik hat hier seine Holzmission noch. Der AMK, der steht hier einfach so rum. Der Azov wäre in der Nähe. Naja, was heißt in der Nähe? Ich habe ja auch nichts zum Tanken hier. Hier hinten ist ein Tanker. Da ist hier unser International HX. Achso, der hat sich selber da abgestellt. Hier ist unser Six. Aber ich weiß gar nicht. Achso, doch. Ja, mit denen können wir das doch machen. Den können wir doch hier hinten hinfahren. Und das Portal dann freischalten, oder nicht? Dazu schon mal eine genüssliche Drehung hier. Dann sollte das da laufen. Ne? Naja, der dreht sich jetzt schon. Sieht immer komisch aus, aber jetzt geht's. Dann können wir den voll tanken. Dann haben wir für nächstes Mal auf jeden Fall Mission Durchfahrt. Und dann sieht das ja schon mal ein bisschen wieder anders aus. Wir tanken jetzt hier schon mal voll. Damit wir auf jeden Fall wissen, wie oder wo es lang geht. Gucken wir uns das auch gleich nochmal an. Also. Gerade ein wenig zusammengesackt hier die Motorleistung. So. Wenn wir den nämlich hier gleich auftanken. So, und dann müssten wir uns entscheiden, wie fahren wir am besten da lang. Ne? Hier hinten würde es lang gehen. Jetzt sind wir den Weg hier oben, könnten wir na, eigentlich auch nochmal fahren. Den wir hier hinten sagen. Hier lang, hier lang, hier lang. Sieht eigentlich aus wie der normalste Weg. So, wir haben ja jetzt hier keine. Da denn. Metallrahmen, Metallrahmen, Metallrahmen. Ja, ne? So, so. Können wir mit denen hier, weil der Weg.
Also nicht so richtig, ne? So, naja, hier, hier, hier. Ja, und dann hier so lang, ne? Und das ist der Plan für nächstes Mal. Ich danke schon mal für Zuschauen. Heute ein bisschen kürzer. Ich habe noch ein bisschen was vor, aber so ist es. Und dann, ja, ne? Sehen wir uns. Bis dann. Ciao, ciao.